Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Und wir haben einen Einbruch zu tätigen. In Weißlauf. Erschreckenderweise. Da. So. Und wo wir schon mal da sind, werden wir gleich mal eben kurz auch noch zu Proventus Aveniki oben laufen. Und einfach mal ein bisschen das Haus einrichten. Die 1800 Gold haben wir ja gerade über. Kann man ja auch direkt machen. Guten Morgen. Oh, wo ist denn dieser Aveniki jetzt schon wieder? Das haben wir alles belastet. Na, Quatsch. Haben wir gerade gemacht. Mythen über Sheogorod. Tja, auch kein Lehrbuch. Manu. Ja, machst du nichts. Das recht wenig wert. Okay, jetzt mal kurz versuchen hier im. Ha! Hat sich doch schon gelohnt, der Perk-Punkt. Man muss nur warten, bis die Leute schlafen. Dann können wir sie mal beklauen. Moinsen. Die Cousine des Kaisers wurde ermordet. Absolut. In Einsamkeit auf ihrer eigenen Hochzeit. So etwas könnte hier bei uns passieren. Ach du, möchte ich mich jetzt gar nicht so genau zu äußern. Hüter der Steine? Gibt's noch die Schicksalssteine? Hm, ja, ja. Ach Mensch, wo ist der Junge denn? Dann warten wir halt bis 8 Uhr morgens hier im Palazzo. Das wird bestimmt keinem großartig auffallen. Proventus! Guten Morgen! Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr was? Jarl hat ein Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Dankeschön. Zu Hause einrichten. Helfe ich euch gern. Und na, also, was jetzt möchtet ihr gerne kaufen? Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, komm, sehr wir machen, wohl. Wir machen eben möchtet komplett fertig sonst jetzt. Sonst noch etwas kaufen? Ja, Speisesaaldekoration. Möchtet ihr sonst noch etwas ja kaufen? Sehr wohl. Ich möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Sehr wohl, ich werde alle. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Nein.
Die Firma dankt. So, haben wir jetzt auch mal ausgerüstetes Häuschen. Das ist doch sehr schnuckelig. Oh. Wir sind nichts als Maden, die sich im Schmutz unserer eigenen Verderbtheit winden. Wohingegen ihr aus dem Dreck der Sterblichkeit emporgestiegen seid und nun unter dem... Mein liebster Saufkumpel. Gut, also, ne, also diese ganzen Priester, alle leichten Lattenschuss, ne? Interessant, dass der nicht abschließt. Eigentlich auch kein wirkliches Einbruchsobjekt, ne? Jetzt ist die Frage, wen kann ich denn hier fragen, wenn ich mal wissen möchte, ob jemand bei der Armee noch da ist. Was bist du denn? Ich, meine Leute werden für eure Sicherheit sorgen. Keine Angst. Was gibt's denn? Dann kann ich da unten leider gerade nichts großartig machen. Festung Faltheim. Ah, gut. Mal irgendwann mal Gelegenheit, ne? Kade, Riffton. Ein Riff im Ton. Zack. Oben, oben. So, Reingang. Schabum. Oh, ich merke gerade, meine Videoquelle ist seit 24 Folgen konsequent falsch benannt und da steht Sykrim drin. Na gut. Warum nicht, ne? Hauptsache, sind das richtige Fenster auf. Direkt Flaggen. War noch nicht immer Englisch, ne? Man weiß es nicht. Ihr benötigt Gold. Ich habe vielleicht Arbeit für euch. Dann braucht ihr jetzt wohl euer Geld. Das ist der Deal. Gute Neuigkeit. Da bin ich sicher. Welchen Auftrag wollt ihr? Ja, Einbruchsausfälle. Ich habe da ein Haus mit etlichen Werten. Gut. Und kein Blutvergießen. Ja. Alles wie immer. Hier. Das war merkwürdig. Kostete 100 Septim. Sucht ihr nach Abend. Also gut. Schwebt euch etwas Besonderes vor. Oh, machen wir nochmal einen Raubzug. Manchmal erinnern wir eine Stadt daran, dass mit uns nicht zu spaßen ist. Dann schlagen wir hart zu und packen alles ein, bis sie die Lektion verstanden haben. Ist doch ganz einfach, oder? Beinahe. Der Trick ist, dass es nicht zählt, wenn man euch dabei sieht. Die Botschaft muss klar sein. Wir arbeiten in den Schatten. Sagt ein, wo und was ihr wollt. Und ihr könnt die Beute sogar für euch behalten. Seid ihr dabei? Nehmen wir. Wenn ihr so weitermacht, seid ihr bald reich genug, um euch zur Ruhe zu setzen. Viel Glück.
Willkommen in unserer... Ich habe Münzen und ich habe Waren. Mal sehen, ob wir uns einigen können. Kriegen wir hin. Haben wir doch bis jetzt immer geschafft, Cornelia. Ach komm, verkaufen wir die ruhig auch hier. Das ist ja wurscht. Hauptsache, ich kriege dafür ein bisschen Geld. Die verstärkt braucht kein Mensch. Jo. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Danke sehr. Nehmt euch einen Stuhl. Die Firma dankt. Jetzt ist die Frage mit dem Maro, ne? Müssen wir da zu Drachenbrügge hinreisen? Ihr braucht etwas? Ne, Moment nicht, danke. Ihr wollt mit mir reden? Nein. In Ordnung. Mann. So, der nächste Punkt, den wir dann im Level-Up zur Verfügung haben, der geht dann ja auch logischerweise in die... ins Schloss knacken, ne? Jetzt müssen wir trotzdem uns mal kurz überlegen, was wir machen wollen als nächstes. Ich hätte ja durchaus auch mal Lust auf eine Nebenquest, bevor wir jetzt hier irgendwo rumeiern wollen. Töter Ereignis müssen wir natürlich auch noch irgendwie machen. Das weiße Fläschchen. Wo ist das denn? Könnten wir machen. Wäre dann mal wieder ein klassischer Quest. Aber wir haben so viel im Windhelm, ne? Wir könnten auch erstmal damit Jorlauf und diesen Morden weitermachen. Da hätte ich gerade, glaube ich, relativ viel Bock drauf. Auch weil wir natürlich in Windhelm den Raubzug machen sollen. Also gehen wir mal nach Windhelm. Schieben wir das einfach mal zwischen. Wie gesagt, ich möchte hier nicht durchhetzen oder in irgendeiner Art und Weise mich beeilen, sondern wir können hier ganz entspannt mal ein bisschen was machen. Da wir ja eh einmal mit Jorla sprechen wollen, dann können wir uns auch gleich den Sturmmänteln anschließen. Man muss sowas immer positiv sehen. Ah, wobei, da will ich noch ein bisschen mit warten. Gibt da einen Hauptquest-Trigger, den ich gerne haben würde vorher. Wobei auch die Hauptquest immer super aufgeht, auch wenn man die ein bisschen komplizierter macht. Hm. Muss man zwischendurch noch ein kleines Bonbon lutschen. Ich hab doch Alain Lefort ein Reitbetar um die Ecke gebracht. Ja. Das hat sich wirklich herumgesprochen. Was? Wie ich? Da war der Mann ein echter Banditendrecksack. Ja, natürlich. Für die Gemeinschaft tue ich ja alles. Ich frage mich, was ein Drachenblut anfängt, wenn die Graubärte es erst einmal zu sich gerufen haben. Jetzt sprechen wir erstmal mit Jorlife. Jetzt sollten wir eigentlich auch Radloff wieder treffen, oder? Der wollte doch in Windhelm warten. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir falschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark unter Druck. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Das weiß er. Sie alle wissen es. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutlichere Botschaft schicken. Sofern ihr damit meint, dass ihm jemand ein Schwert in die Kehle bohrt? Seine Stadt einzunehmen und Schimpf und Schande über ihn zu bringen, wäre eine mächtigere Botschaft, meint ihr nicht? Wir sind also wirklich bereit, diesen Krieg zu beginnen. Ich bin kein großer Stratege, aber Fürst Ulfric hört sich trotzdem an, was ich zu sagen habe. Ich habe von den Morden gehört. Es sind wahrhaft schwere Zeiten, wenn Menschen ihre Brüder wie Tiere jagen. Meine Männer sind ohnehin schon überlastet. Wenn ihr eure Hilfe anbietet, nehme ich sie gerne an. Die Wachen werden den Befehl erhalten, euch gegebenenfalls zur Seite zu stehen. Ich werde euch ebenfalls nach Kräften unterstützen. Danke sehr.
können. Wenn ihr Nachrichten von den westlichen Fürstentümern habt, dann geht damit sofort zu Ulfric. Wie gelange ich denn in Cherim rein? Frega Schmetterschilds altes Haus? Seit sie getötet wurde, hat niemand mehr darin gewohnt. Ich glaube, ihre Mutter Tova besitzt einen Schlüssel. Wir kennen den Preis der Freiheit. Möget ihr sich erreißen. Es ist gefährlich da draußen. Es ist wirklich eine Schande, was diesen Frauen zugestoßen ist. Was macht ihr für den Jahr? Für Ulfric? Oh, keine offizielle Funktion. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Er scheint meinen Rat zu schätzen und dafür bin ich ihm dankbar. Ich bin in kriegerischen Dingen nicht besonders bewandert und ich glaube, dass er sich ab und zu gerne eine unbedarfte Meinung anhört. Und was könnt ihr mir so über Windhelm erzählen? Ich bin hier aufgewachsen. Ist kälter als Admora. Aber dadurch wächst einem der Bart dicker. Diese Mauern haben eine lange Geschichte. Wir versuchen, ein neues Kapitel zu schreiben. Es ist schön, das miterleben zu dürfen. Die Männer, die ich in meinen Armen hielt, sie auf fremdem Boden starben. Ich kämpfe für ihre Frauen und Kinder, deren Namen sie mit ihren letzten Atemzügen flüsterten. Ich kämpfe für uns wenige, die nach Hause zurückkamen, nur um unser Land voller Fremder mit vertrauten Gesichtern vorzufinden. Ich kämpfe für meine Leute, in Armut lebend, um die Schulden eines Kaiserreichs zu zahlen, das zu schwach ist, sie zu regieren. Aber sie als... Nur Dummköpfe oder Helden nähern sich einem Jarl ungefragt. Kenne ich euch? Jo. Wirklich? Ach ja, ihr wart in Helgen bei uns. Für den Richtblock bestimmt, wenn ich mich nicht irre. Ich habe Ralof bei der Flucht geholfen. Er hat gesagt, er würde für mich bürgen. Ralof lebt? Ich hoffe, das stimmt. Er ist ein verdammt guter Mann. Aber er ist noch nicht zurückgekehrt, also muss ich auf seinen Bericht warten. Sprecht derweil mit Galmar. Ich bin immer auf der Suche nach fähigen Kämpfern. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er es heil aus Helgen hinausgeschafft hat. Es scheint, als seien wir alle heutzutage Schurken. Solange eure kriminelle Vergangenheit auch Vergangenheit bleibt und ihr ehrenvoll und loyal für mich kämpft, seid ihr bei uns willkommen. Ja, ja. Ich kämpfe, damit alle meine bisherigen Kämpfe nicht vergebens waren. Ich kämpfe, weil ich es muss. Eure Worte verschaffen unser aller Gefühle Ausdruck, Ulfric. Darum werdet ihr auch zum Großkönig gewählt werden. Doch der Tag, an dem Worte genügen, wird auch der Tag sein, an dem Soldaten wie wir nicht mehr gebraucht werden. Und an diesem Tag würde ich mich mit Freuden von der Welt zurückziehen. Ja, aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen. Helgen, ja? Ulfric hat uns da eine wilde Geschichte erzählt. Wenn ihr das alles überstanden habt, kann ich euch wohl doch gebrauchen. Doch zuerst verratet mir, warum will eine Katze für Himmelsrang kämpfen? Ich möchte vor allen Dingen gegen das Kaiserreich kämpfen. Daran gibt es nichts auszusetzen. Solange ihr das Kaiserreich so sehr hasst wie ich, kann ich damit leben. Ich stelle Garson Hadrings. Deshalb bin ich hier. Möchte mich euch anschließen. Na schön. Ich kann euch aber erst einsetzen, wenn ich weiß, wie viel ihr einstecken könnt. Ich habe eine kleine Prüfung für euch vorbereitet. Natürlich. Das scheint in diesen Tagen ja Mangelware zu sein. Das höre ich gerne. Sofern ihr diese Worte auch mit Stahl bestätigen könnt. Bogen. Ich schicke euch auf die Schlangensteininsel. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, nun... dann hättet ihr mir sowieso nichts genützt. Was ist bei der Schlangensteininsel? Dort beweisen Männer seit Generationen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Die Altvorderen haben dort eine merkwürdige Felsformation errichtet. Irgendetwas an diesem Ort zieht die Eisgeister an. Tötet dort draußen einen Eisgeist und ihr habt mir nichts mehr zu beweisen. Ah, easy, gell? Das werden wir ja noch sehen. Hier, nehmt das. Ihr werdet es noch brauchen. Benutzt es auf der Insel. Und verliert es nicht. Mehr Hilfe kriegt ihr nicht. Versucht nicht zu sterben. Ja, aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen.
nervt mich. Naja, fangen wir die Questreihe einfach mal an. Das ist ja unsere Sache, wenn wir uns wirklich in den Krieg einmischen. Jetzt gucken wir uns doch mal Cherim an und wir knacken natürlich das Schloss, weil es ist ein Meisterschloss, das rankt ab. Dauert vielleicht wieder 5 Minuten, aber... Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. Ich finde die Sturmmäntel halt die wesentlich sympathischere Fraktion. Ich meine, wir planen eh den Dingens hier, den Kaiser zu töten. Also, what could possibly go wrong? Das hier kann ein bisschen nachgegeben. Wir kommen der Sache näher. Da fehlt doch nur wieder so ein Pixel. Noch. Ah, schau mal in die andere Richtung. Himmel, Himmel, Himmel. Suche nach Hinweisen. Oh, wie schön, dass jeder weiß, dass ich Hinweis suchen super mag. Spuren auf dem Boden nach zu urteilen, muss diese Kiste vor kurzem an die Wand geschoben worden sein. Hütet euch vor dem Schlechter, dem Mörder, der die Straßen von Windhelm unsicher macht. Diese elenden Zeiten lassen jeden seine Tugenden vergessen. Werdet nicht zu seinem nächsten Opfer. Sucht Viola Giordano auf, wenn ihr verdächtige Umtriebe bemerkt. Aha. Tagebuch des Schlechters 1. Es läuft alles wie am Schnürchen. Ich habe gute Quellen für Knochen, Fleisch und Blut aufgetan. Aber was Sehnen und Mark angeht, ist die Auswahl bescheidener. Egal.
In der Stadt wimmelt es von verächtlichen Schwachköpfen, die niemand vermissen wird. Letzte Nacht wäre es mir fast gelungen, Susanna zu schnappen, als sie das Haus Kerzenschein verließ. So eine dämliche Wache tauchte genau im falschen Moment auf und ich musste kehrt machen. Nur ein kleiner Spaziergang und so weiter. Es wird sich wieder eine Gelegenheit erleben, doch der Augenblick rückt näher. Ich denke an meine Zeit in Winterfeste zurück. All die Geisteskraft, die sie da oben in ihren Türmen verschwenden. Sie erforschen lediglich die Magie, die sie bereits kennen. Ich entdecke hier eine ganz neue Magie. Etwas, das tiefer reicht als bloße Zauberkunststückchen aus Feuer und Licht. Diese Fleischmagie ist älter als wir. Vielleicht sogar älter als die Welt selbst. Ich zupfe an den Zipfeln des Stoffes, auf dem das Universum besteht. Und dort, wo er sich wölbt und faltet, werde ich meinen größten Triumph schaffen. Noch ein Versuch, das Kerzenscheinmädchen zu töten, erwischen. Sie ist ein bisschen zu vorsichtig, aber diese starken Gelenke, die sie besitzt, sollen die vorzüglichsten Sehnen beherbergen. Die Mühe wert. Heute Nacht. Dich nehmen wir mal mit. Das ist aber auch hübsch hier, du. Sie sind lange nicht mehr benutzt worden. Nichts als Skeva-Kot und Spinnenweben im Inneren. Der Schrank wurde aus einem bestimmten Grund an die Wand festgenagelt. Dieser Altar wurde mit unbekannter Magie erschaffen. Sieht aus, als würde jemand Körperteile für einen grausigen Zweck verwenden. Tagebuch des Schlechters 2. 17 Sehnen und gemischte Bänder. 173 Knochenfragmente für den Zusammenbau, etwa 4 Eimer voll Blut, am besten Nord. 6 Löffel Knochenmark, nicht mehr als 2 vom Schenkel. 12 Meter Fleisch vor dem Schnitt. Sternenlesen zum Rande des Eisverstands, schaue die Lichter, bestaune den Seelentanz. Sie enthüllen die Zeit, da sich ein Funke entzündet, wenn unter geschickten Händen das Verweste zusammenfindet. Übersetzung eines Altmeer-Textes gemäß der Interpretation der Eileiden und zuerst von den Altmeer übertragen. Autor und Herkunft unbekannt. Bald. Oh, wie hübsch, du. Irgendeiner hat hier was vor. Und das ist nicht gut. Dieser gut erhaltene Kleiderschrank wurde aus einem bestimmten Grund zurückgelassen. Na, wenn sie meins. In dem Regal liegen noch mehr von diesen schlechter Steckbriefen aus der Stadt. Ein Stapel sieht seltsam aus. Seltsames Amulett? Wir gehen trotzdem nach oben, oder? Vielleicht gibt es noch ein Tagebuch. Dieser Schlechter scheint hier eine ganz diffizile Persönlichkeit zu haben. Aber ein größeres Haus, ne? Ich glaube, das ist auch das Haus, was man hinterher in Windhelm bewohnen kann. Deswegen gibt das gerade sogar vielleicht Sinn, was wir tun. Weil wenn wir uns gerade jetzt auch den Bürgerkrieg mal so ein bisschen anschließen. Der Stuhl wurde seltsam auf dem Bett platziert. Ja, danke, das sehe ich auch. Gerade wenn wir uns jetzt auch hier ein bisschen mit dem Bürgerkrieg beschäftigen, ist es vielleicht gut, eins in der Hochburg zu besitzen. Und damit man dann halt entsprechend gucken kann. Muss ich jetzt zu der Giordano laufen? Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Naja. Das ist ja sehr schön. Was soll ich jetzt hier tun? Suche nach Hinweisen, untersuche. Ach, untersuche den Tatort. Ja, was ist denn hier jetzt gerade so interessantes zu sehen? Ich habe
Ja, was gibt's denn jetzt hier noch zu untersuchen? Seh nix. Also, wenn ich mal Tollkirschen finde, das ist prinzipiell gut. Was ist denn der andere Teil gewesen? Geh den Hinweisen nach in Osherim nach. Sprechen wir nochmal mit Jorlai, vielleicht weiß der da mehr. Morgen. Palast der Könige. Und ich sehe gerade, wir sprechen nächstes Mal mit Jorlai, denn wir sind schon wieder am Ende der Folge. In diesem Sinne bedanke ich mich wie immer sehr herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.